Was passiert bei einem Bund-Future Crash? Ja, diese Frage bewegt mich schon lange und heute am Turnaround Tuesday wollte ich mal ein Video drüber machen. Und ganz kurzer Hinweis am Rande, wen die Strategie Turnaround Tuesday und andere Strategien von mir interessiert. Am Donnerstag dieser Woche gebe ich einen Workshop in Frankfurt, völlig kostenlos, im Büro von WH Self Invest. Und wenn du vorbeikommen möchtest, es sind noch Plätze frei, trag dich gerne ein. Ich werde dir das entsprechend hier unter dem Video verlinken. Ja, Turnaround Tuesday heute, DAX wieder im Plus. So muss es sein, aber eine Strategie, die nicht gut funktioniert hat, am Freitag und am Montag ist der Zinshamster. Der Zinshamster setzt ja darauf, dass der Rentenmarkt entsprechend ansteigt, also die Bundesrendite entsprechend fällt. Das hat die letzten Monate und Jahre sehr gut funktioniert, aber die letzten beiden Tage war der Markt eher gegen uns. Da ist der Markt gefallen. Das lag natürlich auch an den politischen Nachrichten, die wir gehabt haben, dass Deutschland eben im Falle einer Rezession über eventuelle Stimuli nachdenkt. Und das bewegt mich, denn es gibt keinen Kontrakt, den ich so oft in meinem Leben gehandelt habe und mit so einer Size, also mit so einer Kontraktgröße und mit so einem Volumen wie den Bund Future. Denn der Bund Future ist der liquideste Eurex-Kontrakt, den es gibt. Also kein anderer Eurex-Kontrakt hat mehr Volumen. Und als Fondsmanager habe ich den Bund Future hoch und runter gespielt. Ich war ja für verschiedene Mischfonds verantwortlich, auch in der Asset Allocation. In den Mischfonds stecken ja Aktien und Renten drin. Und da spielt man natürlich mit dem Euro Stoxx Future, mit dem DAX Future, aber eben auch vor allen Dingen auf der Rentenseite mit diesem Bund Future, der am Ende eine synthetische Anleihe darstellt mit einem Nominalwert von 100.000 Euro und einer fiktiven Verzinsung von 6% auf 10 Jahre. Oder um genau zu sein, ist es ein Intervall über die Cheapest to Deliver Anleihen von 8,5 bis 10,5 Jahren. Also der Bund Future ist mehr oder weniger der DAX für Renten und der ist in den letzten Jahren extrem gestiegen, was ja dazu passt, dass die Anleihenrenditen auch im 10-Jahres-Bereich extrem gefallen sind. Und ich zeige dir das mal kurz, wie das aussieht, denn das ist etwas, was mich persönlich sehr erschrickt, weil ich eben schon sehr lange auf diese Märkte gucke. Und du siehst hier zum Beispiel in Deutschland ist die ganze Kurve mittlerweile negativ. Bis 30-jährige Renditen ist der Zinssatz bei 0. Aber auch in der Schweiz ist es so, in den Niederlanden und in vielen anderen Ländern global ist es eben auch so, dass wir bis 10-jährigen Laufzeiten tatsächlich einen negativen Zins haben. Das ist nicht gut, das ist konjunkturell ein Problem. Hier siehst du auch die inverse Zinsstrukturkurve in den USA, die momentan ja viel diskutiert wird. Und wie gesagt, für mich haben diese makroökonomischen Beiträge, diese makroökonomischen Indikatoren eine große Bedeutung. Der Zinssatz ist eben zentral für die Wirtschaft. Er ist eben dafür verantwortlich, wie Geld beschaffen und angelegt werden kann. Und damit sollte man unbedingt auf die Zinsen gucken. Und das, was wir hier sehen, das gab es in den letzten 200 Jahren noch nie. Die globalen Zinsen waren noch nie so gering. Und das ist eben nicht nur positiv in meiner Welt, sondern das hat einiges an Negativimplikationen. Gerade wenn dann eben hier die Rentenmärkte mal crashen. Und wie gesagt, momentan sehen wir noch überhaupt gar kein Anzeichen. Momentan ist ja der Aufwärtstrend hier intakt. Ich möchte dir aber mal die ein oder andere Idee geben, dass ich glaube, dass wir hier gar nicht mehr so lange vor einem Bund Future Crash stehen. Und ich weiß, die Kritiker und Skeptiker, die sagen, naja, die EZB, die wird doch jetzt im September nochmal deutlich an der Zinsschraube drehen. QE kommt. Donald Trump hat Jerome Powell aufgefordert, die Leitzinsen um 100 Basispunkte im September zu senken. Und all das ist natürlich für die globalen Zinsen ganz klar. Zinsen runter, Renten rauf. Auch die Chinesen haben an der Einlagezinssatz gedreht. Das spricht doch alles dafür, dass die Zinsen weiter fallen. Und du hast es ja gerade gesehen, 10-jährige Anleihenrenditen in Deutschland momentan bei minus 65 Basispunkte, waren auch schon bei minus 72, also 7 Basispunkte tiefer. Ja, aber da muss ich sagen, passt auf, Freunde, denn der Zinssatz ist nicht durch die EZB unendlich manipulierbar, denn am Ende steht der Auftrag der EZB hinter dem Zinssatz, gerade hinter den kurzfristigen Zinsen, und der ist eben ein Inflationsziel von nah an die 2%. Bedeutet also, wenn Erzeugerpreise wie heute leicht steigen, wenn Inflation langsam ins System kommt, und das ist ja die Idee der günstigen Zinsen, dass wir irgendwann mal Inflation haben, dann ist die EZB auch gezwungen, tatsächlich die Zinsen sogar zu erhöhen, auch wenn es der Wirtschaft tendenziell schlecht geht. Das ist ein Problem, denn man hat sich hier in diesem Treaty, also in diesem EZB-Vertrag, ganz klar auf die Fahnen geschrieben, Inflation nahe 2%. Und natürlich ist es momentan kein Thema. Das sehen wir an den 5-Year-5-Year Forward Inflations. Das sehen wir aber auch in den ganz normalen CPIs. Also Inflation ist momentan in der Eurozone kein Thema, zumindest was den Konsumpreis angeht.
Aber dennoch, was das Thema Asset Price Inflation angeht, sei es eben die Aktien, sei es eben die Immobilien, da muss man schon sagen, dass hier die Zinsen natürlich auch zu steigenden Preisen am Immobilien- und am Aktienmarkt geführt haben, wo wir einfach diese Asset Price Inflation haben. Und es kommt auch immer am Markt stark auf Erwartungen an, denn die EZB und ein sehr, sehr, sehr krasser Schritt ist schon eingepreist. Wenn der dann nicht kommt oder vielleicht nur halb so stark kommt, kann es auch Enttäuschung geben. Und was das für die Aktienmärkte heißt, was es für den Rentenmarkt auch heißt, den wir natürlich auch short gehen können, genauso wie bei den Aktien auch, können wir hier auf fallende Kurse spekulieren. Das möchte ich dir kurz zeigen. Fundamental, wie gesagt, Inflation ist der zentrale Treiber. Wenn wir Inflation im System haben, wird der Bund Future deutlich fallen. Ist momentan noch nicht zu sehen, aber der Markt handelt eben Erwartungen. Und die Erwartung, die wir aktuell sehen, ist auf eine sehr, sehr lange, sehr, sehr niedrige Inflation bei einem sehr, sehr langen, sehr, sehr niedrigen Zinssatz. Ob das so kommt, das wird die Zukunft zeigen. Ich denke aber, dass wir eben hier an diesen Extrempunkten durchaus auch mal drüber nachdenken dürfen, was passiert, wenn es runtergeht. Denn selbst wenn der Bund Future hier von 179 auf 170 fällt, weil er ja auch schon eine extreme Fallhöhe hat, das sieht man hier im 10-Jahres-Chart oder mehr als 10 Jahre in der letzten Vergangenheit, dann bedeutet das einiges für Aktien. Und ich habe euch hier mal zwei Dinge eingezeichnet. Das ist einmal diese rote Linie. Diese rote Linie, die seht ihr, die hier verschiedene Auflagepunkte hat von der Technik. Ich male die hier mal ein, auch wenn es dann ein bisschen unsauber wird. Hier hatten wir einen Auflagepunkt, 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 sind dann durch diesen langfristigen Trend erstmal durchgefallen. Das war eben die Idee, dass die EZB tatsächlich die Zinsen auch nochmal sogar erhöhen könnte. Das hatten wir ja vor 2 Jahren mit einem global positiven Wachstum eingepreist. Die Amerikaner haben die Chance genutzt, haben ihre Zinsen ja insgesamt 9-mal erhöht, aber man hat dann gemerkt, okay, es reicht einfach nicht. Die Anleihenmärkte haben sich beschwert, die entsprechenden Finanzierungen waren nicht mehr so leicht möglich, deswegen hat man die Bilanzsumme weiter ausgeweitet und hat hier weiter auch die Zinsen entsprechend durch QE gesenkt. Und nun sind wir wieder an diesem Niveau. Und das ist eben auch etwas, was in der technischen Analyse häufig auftritt, dass eine Unterstützungslinie auf einmal zur Widerstandslinie wird. Und wir haben genau am Freitag an diesem Punkt auch gedreht. Das ist das eine. Also hier vom technischen Bild finde ich es im Bull Future ganz spannend, dass wir eben diese Umkehrsituation haben, dass eben eine ehemalige Unterstützungslinie jetzt zum Widerstand wird. Und es würde mich also vom Timing her nicht wundern, obwohl die zweite Jahreshälfte per se besser für Anleihen geeignet ist als die erste. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir hier zumindest mal eine gesunde Korrektur sehen. Das ist das eine. Und das zweite, was mich sehr stark umtreibt, ist dieser rote Kasten, den ich eingemalt habe. Also dieses Viereck, wenn ihr wollt. Und was ich hier mal dargestellt habe, ist eine Zeitperiode, die knapp über ein Jahr geht, wo es eben einen massiven Anstieg hier vom Bund Future gab. Und wir haben das schon einmal gesehen, von Dezember 2013 bis eben in den April 15 rein, also ein bisschen über ein Jahr, wo der Bund Future eigentlich nur eine Richtung kannte und nach oben gegangen ist. Damals hat er auch neue Höchststände erreicht und was mir eben auch klassisch in so einem Szenario gut gefällt, man hat erst einen relativ normalen Anstieg, bisschen über den 45 Grad Winkel und am Ende hat man eine Akzeleration, also am Ende steigt der Kurs sogar nochmal exponentiell an, hat also eine Beschleunigung in der Kursdynamik. Also genau das gleiche, was wir hier auch sehen, relativ gesunder, normaler Anstieg, dann gehen wir über die alten Höchststände hinaus und haben hier eine Akzeleration, haben also einen exponentiellen Anstieg, der eben klassisch auf eine Übertreibung nach oben hindeutet. Und was ist dann hier passiert nach diesem Zeitintervall? Man hat einen sehr starken Einbruch gesehen im Bund Future. Ja, wenn ihr nicht auf die Anleihen guckt und nur 1% der Deutschen haben ja die Anleihen, dann ist es vielleicht nicht so von Bedeutung, aber schaut euch gerne mal den DAX in dieser Zeit an. Der Bund Future ist hier, wie gesagt, Mitte April entsprechend dann deutlich gefallen und wir haben einen simultanen Crash gehabt, eine sogenannte Einheitskorrelation, wo der DAX dann eben 2 Wochen später auch deutlich, deutlich gefallen ist. Wir sind über 13% dann hier in dieser Phase im Mai, im Juni, im Juli im DAX runtergekommen und es lag eben auch daran, dass die Anleihenmärkte extrem verunsichert waren. Und jetzt zurück zu meinen Fonds, zu den Mischfonds. Ich hatte, wie gesagt, im Mischfonds in der Asset Allocation genau 2 Steuerungsparameter. Entweder ich konnte Aktien kaufen oder ich konnte Anleihen kaufen. Und in einer idealen Welt konnte ich eben Anleihen kaufen über den Bund Future, wenn die Aktien gefallen sind. Oder eben andersrum, wenn Aktien gestiegen sind, konnte ich den Bund Future verkaufen. Momentan, und das sehen wir auch, seit Mai sind die Märkte zusammen am Laufen. Also seit Mai, seit dieser Zinspolitik, seitdem die eingepreist ist im Markt, haben wir wieder dieses Goldilocks-Szenario, wo der Aktienmarkt simultan mit dem Rentenmarkt und den Kursen ansteigt.
Das bedeutet also hier heile Welt für Mischfonds, alles geht hoch. Bedeutet aber auch, wenn es runtergeht, und das ist das, was mich umtreibt, wenn es zu einem Bund Future Crash kommen könnte, oder es muss ja auch kein Crash sein, der uns bis 160 führt, es reicht ja schon eine Korrektur. Ich bin mir sehr sicher, dass wir ähnliches Szenario haben, wie eben hier auf 15 im Mai, im Juni, weil da eben entsprechend hier diese Einheitskorrelation vorher auch geherrscht hat. Wir hatten steigende Aktien bei steigenden Renten. Und wenn dann der Rentenmarkt anfängt zu fallen, und der ist eben meistens im Lead auch, dann ist es eben schwer, wo soll mein Geld hin als Asset Manager? Ich kann ja nur Aktien oder Renten kaufen. Cash ist extrem teuer geworden, aber das wäre die letzte Alternative, die ich hätte. Und auch da verbietet mir das Investmentgesetz, entsprechend anzulegen. Also wenn ich aus fallenden Aktien raus will und keine Renten mehr kaufen kann, ist eben mein Modi quasi eingeschränkt und das wird den Trend tendenziell weiter verstärken. Denn dann müsste ich probieren, aus allen Assets rauszugehen, mich in irgendeiner Form abzusichern und diese Einheitskorrelation ist an den Märkten meistens mit sehr volatilen und starken Bewegungen verbunden. Heißt also für mich, wir sind hier in einem Szenario, wo es deutlich auch mal korrigieren kann. Ich glaube, das ist auch negativ für Aktien, deckt sich ja mit meinem Gesamtbild und nur weil der DAX jetzt bei 11.750 steht, möchte ich natürlich auch nicht meine mittelfristige Analyse einer Short-Position in Aktien aufgeben. Ganz im Gegenteil, ich suche momentan wieder aktive Einstiege in den Short. Ist natürlich hier an einem Turnaround Tuesday vielleicht nicht optimal, aber wenn der Rentenmarkt zum Beispiel fällt und Mittwoch sind wir ja auch in einem Zeitintervall, wo es saisonal auch in dem Monat selber eher schlecht ist, da probiere ich dann hier nochmal Short-Positionen gegen den aktuellen Short-Squeeze aufzumachen bei den Aktien. Und im Rentenmarkt schaue ich mir das Szenario hier natürlich sehr genau an, wenn es nach unten geht. Und gerne würde ich dir noch ganz kurz das kürzere Bild zeigen, weil ich zeige ja hier meistens längerfristige Charts, weil ich die auch sehr spannend finde und Asset Manager natürlich auch nicht auf die ganz kurze Zeitebene gucken, sondern hier dann eher das große Bild probieren im Auge zu behalten. Und da muss ich mal ein bisschen zusammenfummeln hier, damit das alles funktioniert. Und hier siehst du eben diesen schönen, einfachen Anstieg, der am Ende nochmal akzeleriert. Also man sieht hier schön, dass diese Bewegung auch tatsächlich nach oben raus ein bisschen beschleunigt. Hier mit einem kleinen Versatz, aber gerade hier zuletzt hatten wir dieses Szenario, was eben klassisch auch in einer Übertreibungssituation der Fall ist. Das ist eben klassisch in einem Boom der Fall. Und wir sehen eben, dass wir jetzt hier am Freitag und am Donnerstag entsprechend auch etwas korrigiert haben. Das ist alles noch nicht die Welt. Ist auch, wie gesagt, für die Zinshamsterstrategie alles noch nicht unbedingt dazu geeignet, um die Strategie aufzulösen. Aber ich sehe schon, dass hier diese Fallhöhe entsprechend höher geworden ist und vor allen Dingen, dass diese Momentumbewegungen relativ stark sind. Momentan geht es noch. Wir haben hier, das sieht man durch die Kerzen ganz gut, noch ein bisschen Kaufdruck von unten. Wir haben eben entsprechend hier auch erstmal nur eine kleine Korrektur gemacht, die wir jetzt hier im Chart auch schon wieder korrigiert haben. Passt ja auch, wenn heute Aktien und Renten wieder zusammen ansteigen. Aber ich möchte sensibilisieren, solche Bewegungen wird es wahrscheinlich öfter geben, gerade eben, wenn eben Inflation ins System kommt. Das wäre hier sozusagen ein Gamechanger. Aber natürlich auch, wenn die Politik sich mal dazu durchringen würde, mehr Anleihen zu begeben, um entsprechend Infrastruktur und Ähnliches zu fördern oder auch Bildung. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass der Staat an dieser schwarzen Null festhalten möchte, sondern im Gegenteil, man sollte sich jetzt maximal verschulden, so wie alle anderen das auch tun, aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist nur für mich, ich habe Alerts hier drin im Bund Future, die könnt ihr auch hier relativ leicht überall das Alarmfenster setzen und dann könnt ihr eben auch davon profitieren, wenn die Kurse fallen. Ihr könnt Short gehen und ihr solltet eben auch sensibel sein, wenn der Rentenmarkt hier Richtung 175 oder mehr mal korrigiert, also wenn die Bundesrendite mal wieder bei 50 Basispunkten minus steht, dann glaube ich, wird es auch weitergehen, dann wird es hier der Trend auch eher verstärken. Dann sollte man vielleicht einen Zinshamster auch mal aussetzen und dann könnte man eben hier auf fallende Aktien auch Geld verdienen. Das soweit meine Gedanken zum Bund Future und zum tendenziellen Bund Future Crash. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne den Daumen nach oben da. Wenn du magst, ich verlinke unter dem Video, wo du mich treffen kannst am Donnerstag, wie gesagt, dieser Woche in Frankfurt, aber auch an vielen weiteren Terminen. Ich bin wieder sehr aktiv unterwegs in der zweiten Halbjahreshälfte, werde noch einige Termine mehr da reinschreiben. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns auch mal persönlich sehen, über diese Dinge auch diskutieren können. Und wie gesagt, am Donnerstag werde ich einen Workshop machen zu zwei meiner Strategien, zum Turnaround Tuesday und zum Gold Rush. Und ich werde halt noch viele Tipps und Tricks geben, wie man diese Analysen sehr leicht und sehr gut verbessern kann, was es im guten Trading braucht, um diese Strategien noch zu verbessern. Denn wie im Zinshamster auch, das siehst du, du hättest hier, wie gesagt, am Freitag und Montag Geld mit dieser Strategie verloren. Das habe ich auch in den Algos. Aber ich habe eben diesen Chart auch vorher schon gesehen und habe es deswegen nicht im diskretionären Trading gemacht. Und wenn du eben diese Dinge kombinierst über das ATR-Modell, kannst du deinen eigenen Investmentprozess deutlich verbessern. Dazu lade ich dich ein und damit freue ich mich, dass du das Video
gesehen hast und freue mich auch, wenn wir uns am Donnerstag oder zu einem späteren Termin dieses Jahr noch sehen. Dein Portfolio-Manager, der André.